Hallo und willkommen zum neuen Flohmarkt-Pickup-Video. Heute haben wir einen Flohmarkt-Tribbel hingelegt und mussten super viel laufen. Was wir gefunden haben, das zeige ich euch gleich. Heute am Sonntag haben mein Bruder und ich uns entschieden, auf 3 Flohmärkte zu gehen. Wovon, wir hatten sogar noch einen 4. in der Nähe und beziehungsweise einen 5. einen Stadtteil-Flohmarkt haben wir auch noch bei uns in der Nähe sogar gehabt. Aber das haben wir erst erfahren, als wir wieder zu Hause waren. Und das von so einem Kleinkindergarten veranstaltet wurde, auch wenn es im Dorf ist, haben wir gedacht, denken wir mal, wären wir nicht so fündig gewesen. Aber ist egal, 3 Flohmärkte am Stück sind schon viel. Und das waren wirklich keine Flohmärkte, wo viele Händler sind. Natürlich sind auch Trödelhändler da gewesen und so weiter, aber nicht wirklich, keine Schrottverwerter, keine Gamehändler und so weiter. Die war nicht da. Gerade der zweite Flohmarkt war fast nur privat. Das war so richtig, war ein Dorffest bei mir in der Nähe von Hamburg. Gleichzeitig so ein Stadtteil-Dorffest. Und da haben sie mit dem Flohmarkt. Dann waren die Straßen voll mit Flohmarktständen und da haben wir uns den Weg gebahnt. Und wir haben, ihr seht es noch nicht, ich habe hier viel Stuff. Und richtig viel. Ich fange an, euch zu zeigen. Das erste ist, damit es wegen dem Platz auch, weil ich was draufstellen muss, ist ein Brettspiel. Wir haben 3 Brettspiele gefunden, aber 2 ganz kleine und ein größeres. Das größere ist, aus den 80er Jahren, ist Die drei Magier. Ist so ein Fantasy-Spiel, ist von 80er Jahre. Ihr seht ja, 1985 ist es. Ja, Spiel des Jahres gewesen. Ich kenne das Spiel jetzt nur vom Sehen her, aber ja, wie gesagt, es gab es für 4 Euro. Da habe ich jetzt auch nicht gehandelt. Und ja, recht schick. Ist auch ein schönes kleines Fantasy-Spiel, hat Holzfiguren. Kann ich euch zeigen ganz kurz. Ich habe es aber noch nicht kontrolliert komplett, da ich das Video für euch machen wollte. Das sind so hier so eine richtig schönen großen Holzfiguren. Also das sieht man selten. Ihr seht, hier ist es noch durcheinander. Ich muss es noch sortieren. Das kommt aber noch. So, ihr wollt sehen, was wir noch gefunden haben. Brettspiele, ihr wollt Spiele, ich weiß, aber Brettspiele, die kommen auch noch. Ich versuche jetzt erstmal den Kram, den ich hier so ein bisschen buxieren muss, damit ich das andere... Ach, egal, das nächste. Das war auf dem zweiten Flohmarkt, gab es einen Stand. Ich muss dazu sagen, wir sind es gewohnt gewesen, dass die Flohmärkte, wenn wir hinfahren, so... Wir sind ja schon gegen 7 losgefahren, wir waren dann so 7:30 da, dass dann schon aufgebaut ist. Nix da, bei dem Flohmarkt durfte erst ab 8 Uhr aufgebaut werden. Das heißt, die Autos stauten sich, Punkt 8 wurden erst auf dem Parkplatz gelassen. Na ja, gut, haben wir erstmal ein Brötchen gegessen und bei dem Bäcker, der in der Nähe war, und Kaffee getrunken. Aber da wurden wir fündig. Und zwar, ein Stand hatte dann Disney-Sachen aufgebaut. Und meine Schwester, ich grüße dich, liebe Becky, ist große Disneyland Paris Fan oder großer Disneyland Paris Fan. Ja, und da war was und das war neuwertig sogar. Als allererstes habe ich gefunden, einmal für eine, für eine Karte, so ein Teil. Und da kommt eine Karte eben halt rein, wo so eine Art Ausweiskarte oder sonst was, ist so ein kleines Specky. Das gab es, es kostet neu 6 Euro. Im Endeffekt habe ich zusammen für die ganzen Sachen nicht mal 20 Euro bezahlt. Ich glaube, 16 Euro, zwischen nicht ganz 20. Jedenfalls gab es das. Und ihr seht hier schon ein Schlüsselband. Hier ist mit so einem Rapunzel-Motiv. Ich glaube, das ist der französische Name. Und dann eben halt so ein Rapunzel, Disneyland Paris Schlüsselband. Auch richtig cool. Nehme ich mal hier hin. Dann gab es noch, auch neu, noch Etikett dran, diese wunderbare Disney Paris Tasse. Da wird sich meine Schwester freuen. Da seht ihr dieses tolle Motiv. Fast auch was für mich. Nein, richtig cool. Vor allem ist wie so ein Eiffelturm nachgemacht mit den Füßen. Richtig cool. Und als letztes eine Schneekugel. Mit 30 Jahre Paris. Ihr seht hier einmal Mickey und Minnie. Und auf dieser Seite Goofy, Pluto und Donald. So,
oh mein Gott, schneien lassen. Und hier steht 30 Jahre Paris. Das heißt, das ist ein Jubiläumsteil. Das wird sozusagen nach dem Jubiläum nicht mehr zu kriegen sein. Das heißt, das sind Sammelstücke. Hat auch mal 6 Euro neu gekostet und im Endeffekt habe ich es für 3 oder 4 gekriegt. Richtig klasse. Ich zeige euch erstmal den Kleinkram, dann ist es einfacher, die großen Teile jetzt hier hinzulegen. Also, was gab es noch? Dann habe ich in der Gerampelkiste beim ersten Flohmarkt für 1 Euro einen, was ist das hier, PES Pro Evolution Soccer 2014 Schlüsselanhänger in Form des Champions League Pokal gefunden. Das ist von Konami, das ist so ein Werbeutensil. Ja, wie gesagt, für 1 Euro nehme ich sowas mit. Ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber erstmal ist das hier der Pott, das heißt, der Schlüsselanhänger an sich ist schon sehr schön. Dann zu dem Werbeteil, ja, was sag ich da? Ein schöneres Teil gibt es dann nicht und es ist richtig schwer. Also, wie gesagt, für 1 Euro habe ich dann auch gerne mitgenommen. Was ich dann mitgenommen habe, auch für 1 Euro, das ist jetzt schon ein bisschen Bereich wieder auch Gaming. Von McDonald's, Crash Bandicoot, ein so ein LCD-Spiel, ist aber kaputt. Ich habe hier Schlieren auf dem Display, ich vermute, dass es nicht mehr funktioniert. Aber für 1 Euro habe ich gesagt, komm, nimmst du es mit, vielleicht funktioniert es noch. Jetzt brauche ich nur so einen Schraubendreher für Dreiecke, damit ich die Batterie mal austauschen kann. Vielleicht funktioniert das doch noch. Ja, aber wie gesagt, erstmal ist das ein Werbeutensil, Crash Bandicoot. Naja, 1 Euro, das kann man auch mal mitnehmen. Ähnlich mitgenommen für 2 Euro, das ist jetzt auch ein Game, Kartengame. Und zwar vom Das Schwarze Auge Dark Force Master Pack. Das sind auch so eine Art Magic von Schwarze Auge. Die sind auch nicht mehr so häufig, das ist von 1994. Und Schwarze Auge, da sammelt man so ein bisschen und das wird so um die 10 Euro gehandelt. Ich habe es auch schon für 20 gesehen, also 10, wenn du Glück hast, meistens so zwischen 15 und 20. Und ich habe es für 2 gekriegt. Richtig schön, ist auch sehr guter Zustand. Ja, dann habe ich noch eine Kleinigkeit gekriegt, passt zu Disney. Ich habe ein Geschenk gekriegt. Hat mich an meine Kindheit erinnert. Ich dachte, es ist ein Füller, ist aber ein Kugelschreiber. So mit Donald Duck. Ich versuche mal näher ranzukommen. Ich hoffe, man kann es sehen. Da ist Donald. Ist der Schriftzug. Richtig hübsch. Ne? Kann man versuchen, ich zu zeigen. Richtig cool. Wie gesagt, gab es geschenkt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das ist auch wirklich aus den 80ern oder 90ern auf jeden Fall richtig alt. Steht ein Datum dran? Ich gucke gerade. Nee. Aber es ist sehr schön und sowas finde ich witzig. Wie gesagt, gab es geschenkt. Funktioniert auch wahrscheinlich nicht mehr. Aber da stellt man sich ja oder legt man sich ja so eher hin. Ne? Wir sind ja die Nerdies, die viel zu viel Stuff haben und was soll's. Ja, dann waren wir auf dem zweiten Flohmarkt und dann, man wühlt sich ja durch die Grabbelkisten. Und ja, dann finde ich in der Grabbelkiste zwischen modernen Figuren diese Figur. Und die gab es für 50 Cent. Das ist der B-Wing-Pilot aus den 80ern, also es muss von 83, 84 sein, eine Figur. Von Star Wars Rückkehr der Jedi-Ritter. Also die alte Kenner. Richtig cool. Für den Preis nicht schlecht. Wird so auch um die 10 Euro gehandelt. Ist fast vollständig. Also fehlt die Waffe. Die ist natürlich meistens nicht dabei. Ein paar Abnutzungen logischerweise, weil mit gespielt wurde. Ja, aber ich finde es klasse. Zieht jetzt auch meine Sammlung. Eine Star Wars Figur. Wann findet man eine Star Wars Figur? Die erste Star Wars Figur. Naja, das stimmt nicht ganz. Aber so in den letzten 5 Jahren, sage ich mal, vor der C-Situation waren wir bei größeren Flohmärkten, da haben wir noch mal ein paar gefunden. Danach wirklich wenig. Wie gesagt, aber für den Preis, genauso, für den gleichen Preis, 50 Cent, am gleichen Stand, ist nicht vollständig und auch nicht, ja, heil, weiß ich, heil ist es, glaube ich. Ja, heil ist es. Auch wenn was fehlt, also in dem Sinne, es fehlt was, aber es ist jetzt nicht kaputt, die Funktion. Ein Messmoderrad. Das ist Vampire. Hier kann ich drauf drücken und dann ist das zum flugfähig gemacht. Hier fehlt jetzt der zweite Flügel und das Fenster. Aber nicht schlecht. Das ist wirklich ein sehr guter Zustand. Ich habe noch ein anderes, was ein bisschen beschädigt ist. Vielleicht funktioniert das ja noch, dass ich das, wie soll ich sagen, ein bisschen zusammenbauen kann. Vielleicht ist auch die Seite da noch dran. Ich weiß, das ist auch nicht ganz vollständig. Ja, aber cool. Für 50 Cent. Da freut sich der Retro-Sammler. Ja, gleicher Preis,
Nee, gleich, nicht gleicher Preis bei allen Sachen ja auch, aber das noch nicht. Doch. Nee, ja. Also, bei dem dritten Flohmarkt, das war so ein kleiner Kram- und Pflanzenflohmarkt, nannte er sich das, weil der durfte sich irgendwie nicht Flohmarkt nennen. Also nannte er sich Kram- und Pflanzenmarkt, ist auch zweimal im Jahr bei mir in der Nähe. Ist nicht ganz so riesig, aber da hatte einer Kassetten. Ich habe jetzt 10 Euro bezahlt für 5 Kassetten, also 2 das Stück. Eigentlich, weil es coole Kassetten sind. Nicht unbedingt, weil sie mir fehlen. Die eine habe ich doch gehabt, also habe ich doppelt. Und zwar ist da einmal dabei Das schwarze Loch von Disney. Das ist auch die Erstauflage noch in diesen schwarzen Kassetten. Dachte ich, fehlt mir, habe ich aber schon bereits. Also in dem Sinne kannst du mich dann auch verlassen. Auch richtig cool. 3 sind übrigens ohne Cover. War richtig cool, habe ich auch so noch nicht gefunden. Ich habe sie noch nicht gefunden. Film Nations Ghostbusters Nummer 5. Richtig cool, richtig toller Zustand. Und das sind 3 Tim und Struppi Kassetten. Ihr wisst es, Tim und Struppi, eins meiner Favorites. Kassetten habe ich, aber konnte ich dann für 2 Euro nicht liegen lassen. Vor allem sind das die späteren Nummern. Seltsamerweise 2-mal die Nummer 16, im Reiche des schwarzen Goldes. Oder das Geheimnis des schwarzen Goldes, besser gesagt. Das Geheimnis des schwarzen Goldes? Im Reiche des schwarzen Goldes? Jetzt bin ich überfragt gerade. Das Geheimnis des schwarzen Goldes, so heißt die Kassette. Oder die Geschichte ist hier jetzt drin. Ohne Kassettenhülle. Und die schwarze Insel. Die schwarze Insel ist die letzte Nummer, Nummer 20. Ist die gesuchteste und auch die teuerste normalerweise mit Cover. Oh, ist jetzt ohne, aber für 2 Euro wollte ich die auch nicht liegen lassen. So. Mit Kassetten geht es nochmal weiter. Ich habe noch ein paar Kassetten gefunden. Insgesamt, ich nehme mal alle hoch. Kann ich dazu zeigen, aber war nicht im gleichen Stand. Also diese hier für 50 Cent, also alle haben je 50 Cent gekostet übrigens, gab es Die Schlümpfe 1. Ist jetzt wirklich abgenutzt, aber auch noch etwas älter, ist jetzt auch von Karussell. Hatte ich so noch nicht gesehen, beziehungsweise hatte ich so nicht auf der Liste. Ja, freute mich sehr, die überhaupt zu finden. Ja, und dann 50 Cent das Stück, richtig die alten Kassetten von, ich habe jetzt hier einmal oder fünfmal fünf Freunde. Fünfmal fünf Freunde, passt doch perfekt. Ja, und zwar sind es auch wirklich die allerersten Auflagen von Nummer 1, 5 Freunde beim Wanderzirkus. Hoffentlich habe ich hier genug Platz. Dann Nummer 2, 5 Freunde im Zeltlager, eine meiner Lieblingsfolgen. Vor allen Dingen, wenn die Sprecher, Oliver Rohrbeck, unser Justus Jonas, und dann spricht damit noch Oliver Mink als Dick. Oliver Mink ist die Stimme von Mark Wahlberg. Und Ute Rohrbeck, die Schwester von Oliver Rohrbeck, ist an. Maud Eggermann ist Georgie. Ja, sorry, Leute, irgendwie habe ich einen Frosch im Hals. Ich musste kurz unterbrechen, weil ich husten musste. Und Mensch, vielleicht habe ich zu viel geredet auf dem Flohmarkt. Oder die frische Luft, nein, jedenfalls habe ich mir Saft geholt. Schmier jetzt mir die Kehle, um das besser erzählen zu können. Also, für Freunde im Zeltlager hatte ich euch gezeigt. Dann gab es 5 Freunde, nicht Nummer 3, Nummer 4, als Retter in der Not. Richtig toll. Und vor allem sind das diese ganz alten Kassetten. Alle. Und das für 50 Pfennig. Oder 50 Cent. Klasse. Nummer 6, Helfen Ihrem Kameraden. Tolle, tolle Geschichte. Finde ich richtig klasse. Und Nummer 9, 5 Freunde im alten Turm. So, lass mal euch zeigen. Aber so bis 20 kann man sagen, haben ja nur die Originalsprecher von der TV-Serie. Die habe ich übrigens auch gefunden auf DVD. Die zweite Volume, die mir gefehlt hat. Das zeige ich euch später. Die haben ja da auch synchronisiert. Und deswegen ist es auch so toll, die immer zu hören. Deswegen steht es ja auch drauf, die Originalsprecher aus der deutschen TV-Serie. Und die ersten sind sozusagen auch meine Lieblingsfolgen mit den Sprechern, obwohl ich die immer noch bis heute höre. Ich bin halt ein Hörspielfan, wisst ihr ja auch. Ja, dann waren noch 2 Horrorkassetten dabei, das bis man die findet. Und dann der Kurs, weil das sind wirklich mittlerweile gefragte Dinger. Hier haben wir Nummer 17, die Insel der Zombies. Wie gesagt, also hätte ich nicht gedacht, den Preis zu finden, auch ein Top-Zustand. Ich gucke gerade, sind aber beides die Auflagen mit den gedruckten Kassetten.
Und zwar haben wir hier dann noch dem Monster auf der blutigen Spur, Nummer 13. Ja, für den Preis fand ich das top und habe es gerne mitgenommen. Ja, so, mein Glas muss ich aufpassen, dass ich da den richtigen Platz finde. Genau, okay, es wird sowieso voll, es wird sowieso nicht passen. Dann habe ich mitgenommen zwei Comics, die waren auf dem dritten Flohmarkt. Ich muss mir mal überlegen, welchen Flohmarkt. Das war zweiter Flohmarkt, das war erster Flohmarkt. Ja, zwei Comics, die sind hier so in Glassichthöhen, in sehr gutem Zustand. Habe ich jetzt einfach mitgenommen, sind jetzt, werden mich wohl auch verlassen, weil ich bin kein Fan, auch wenn hier hinten Transformers ist. Es sind Thundercats Comics, guckt euch das an. Nummer 5 und Nummer 6. Richtig cool. Werden mich aber verlassen. Ich bin jetzt kein Sammler, kein Thundercats-Sammler. Aber wenn ich die finde, die gab es für jeden Euro, dann nimmt man die mit. Für 20 Euro gab es... Ach, jetzt bin ich schon zu vorgreifend. Aber gut, okay, greife ich die vor. Jetzt muss ich kurz wechseln. Das kommt ihr gleich zu sehen. Und zwar habe ich mir so einen Stapel Zackhefte gekauft. Das sind 18 Stück. Die gab es für 20 Euro. Erst wollte er 2 Euro das Stück haben. Die Zackhefte, das sind wirklich so alte Sammelcomics-Serien. Die sind von 1979. Da waren 4 oder 5 verschiedene Comic-Serien drin, die dann immer in verschiedenen Teilen erzählt wurden. Also ihr müsst euch ein Carlsen-Timo-Strubi-Album oder so vorstellen. Das wurde in 4 Teile geteilt. Und jeweils immer ein Teil war in einer Ausgabe. Hier ist jetzt Dan Cooper, Mick Tengi, hier ist jetzt Kai Falke, so ein Fußballer. Richtig tolles Comic. Und davon habe ich jetzt einige. Richtig cool, auch Gentleman GmbH haben wir jetzt hier auch. Richtig cool. Das ist jetzt von 79 auch. Ich gucke jetzt mal, ich werde das nicht alles zeigen, wo wir ein schönes Cover haben. Auch nicht alle perfekt eben heißen. Das ist von 79, was will man da erwarten? Hier haben wir zum Beispiel mit Veronique oder Valerian mit drauf. Auch richtig schön. Hier haben wir Snickers-Werbung, die aussieht wie Marlboro-Werbung. Finde ich richtig geil. Ne? Wenn man nicht das Snickers, das Rote, da sehen würde, hätte ich dann nicht gedacht, dass das Snickers-Werbung ist. Cool. Auch hier der rote Pirat. Richtig toll mit dem Piratenschiff. So, Leutnant Blueberry, auch eine franco-belgische Comicserie. Es ist viel franco-belgisches Material. Eben halt Michel Vaillant. Ich bin damit aufgewachsen und für den Preis nehme ich es gerne. Hier habe ich Gubitus, Comic-Figur. Richtig cool. Ach, richtig, richtig klasse. Julie Wood, eine Motorradfahrerin, eine starke Frau, richtig coole Geschichten. Mick Tengi, weiter hier nochmal Michel Vaillant. Also auch nochmal Mick Tengi, Weihnachtsausgabe mit Kubidos, auch richtig cool. Julie Wood fährt jedem davon, auch richtig cool. Und hier haben wir noch einmal Gentleman GmbH, auch richtig geiles Cover. Richtig geil. Die Werbung von Levi's, richtig lustig. Ach, richtig cool. Na, sowas mag ich. Macht richtig Spaß. Eben halt diese alten Comics zu lesen. Da, irgendwie damit bin ich aufgewachsen. Und alte Comics kommen jetzt nochmal. Für 2 Euro habe ich, wollte eigentlich 2, aber ich habe irgendwie 3 Mickey Mouse Hefte gefunden. Und zwar habe ich hier einmal eine. Das ist die, die ich zufällig mitgenommen habe. 1993. Wollte ich gar nicht, aber egal, werde ich auch lesen. Aber mir ging es eigentlich um diese beiden. Die sind gebrauchter Zustand, sind dadurch nicht viel wert. Aber das ist aus die Originalausgabe Nummer 4 und die Originalausgabe Nummer 6 von 1969. Das sind jetzt keine Reprints. Also das, die Reprints haben nicht unbedingt diese Preisangaben. Richtig cool. Auch ein richtig schönes Cover hier auf der Rückseite. Auf beiden ist die gleiche Rückseite mit Dschungelbuchwerbung. Hier auch. Das sind halt gebrauchte Zustände. Aber so ganz alte Mickey Mouse, das hat Spaß gemacht. Sowas macht immer Spaß zu lesen. Da freue ich mich drüber, diese alles zu sehen. So, jetzt geht es mir auch besser, wenn ich was zu trinken habe ab und zu. Ich muss sowieso hier oben viel aufbauen, weil es wird jetzt kommen noch die Filme, es kommen noch die Computerspiele.
Und ihr werdet echt erstaunt sein, was wir alles gefunden haben. Das nächste, für 50 Cent gab es das. Ja, hab ich, da habe ich gesagt, was ich bekomme. Ist so ein kleines Tabletop. Ja, was soll man sagen? Einsteigerhandbuch, eine Geschichte. Ja, eine Spielgeschichte sozusagen. Im Endeffekt wie ein DSA, Schwarze Auge. Spielbuch von Herr der Ringe. Richtig cool. Von den Figuren. Gab es für 50 Cent. Da nimmt man sowas auch mal gerne mit zum Angucken, Sammeln oder Weitergeben. Wissen wir noch gar nicht, aber sowas nimmt man gerne mit. Und für den gleichen Preis habe ich auch mitgenommen. Ja, wer kannte das? Ich kannte das gar nicht. Also, das ist von ein Buch von 1900, jetzt muss ich gucken, 86. Und ich bin damit aufgewachsen, eigentlich, mit Michael Schanze. Michael Schanze, die Plopper. Ja, der hat... Ja, das war damals ein Markenzeichen bei 1, 2 oder 3 dieser Spielshow, die heute von Elton, glaube ich, geführt wird. Und Wahnsinn, der hat Romane geschrieben, die Plopper, so eine Jugendbuchreihe. Bisschen 5 Freunde, 3 Fragezeichen, TKKG-Style. Aber ja, gab es für einen Euro, die Plopper. Wird mal reingelesen, das wollte ich gerne mal lesen. So, lassen wir da. Ja. Dann kommen jetzt noch die beiden kleinen Spiele, die ich noch gefunden habe. Die gab es, 2 Euro, glaube ich, das Stück. Oder 1 oder 2 Euro. Und zwar einmal ein kleines Würfelspiel, das hat mein Bruder mitgenommen. Star Wars, von Star Wars Rebels. Auch richtig cool, dass es sowas gibt. Ja, sieht man selten. Oder gibt es meistens, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Und was ich noch mitgenommen habe, kann sein, dass ich das schon habe. Dann werde ich das abgeben, weil ich habe ein paar von denen. Aber ich weiß es nicht genau, muss ich echt noch nachgucken. Und zwar die 3 Fragezeichen und der Poltergeist. Das ist so ein kleines Würfelspiel oder Kartenspiel. Ja, habe ich noch nie gespielt. Ich hatte die mir, glaube ich, ein paar gekauft. Es gab 4 oder 5 Stück. Aber ja, wenn ich sowas sehe, dann nehme ich das mit, weil das ist auch eben halt schöner Sammelstuff für Freunde, die auch 3 Fragezeichen sammeln. Ja. So, jetzt sind wir schon dem Punkt angelangt, wo es um Filme geht. Ich komme schon gar nicht ohne mit Atem aus. Ich habe mir mein Glas schon eingebaut. Bin ich überhaupt in der Lage, euch das zu zeigen, was ich hier alles habe. Ja, also fangen wir an mit den Filmen. Fangen wir an mit Videokassetten. Ja, ich habe auch Videokassetten gefunden, mal wieder. Und zwar 3 Stück. Die werde ich aber nicht behalten, aber findet man so auch nicht. Werden sicher in gute Hände wieder wandern. Und zwar einmal Pokémon, der Film. Da oben drauf. Dann Pokémon 2, die Macht des Einzelnen. Und wenn schon Teil 2 und 1, dann auch Teil 3, Pokémon. Ja, im Bann der Incognito. Ja, die gab es dann eben halt. Recht cool. Ja, und dann gab es nach dem VS kommt DVD. Ich versuche so ein bisschen zu steigern, so ein bisschen sortiert nach System. So, mein Glas. Ich mache die Kassetten etwas höher, damit ich mein Glas etwas tiefer habe, damit ich immer zugreifen kann. Ja, mein Cola-Glas mit Saft. Ist übrigens Multivitaminsaft mit Wasser gemischt. Ich mische das, 100%iger ist nicht so mein Ding. Naja, also. Achso, die gab es für je 1 Euro. Da nehme ich sie so gerne mit. Für 1 Euro gab es auch die DVD von Pixars. Komplette Kurzfilme. Gibt es, glaube ich, auch auf Blu-ray, aber sieht man selten. Und da sind, wie gesagt, alle Kurzfilme von den Pixar-Filmen dabei. Ihr wisst ja, wenn ihr einen Pixar-Film guckt, gibt's auch immer, ist immer ein Kurzfilm davor. Hier sind auch noch ein paar andere, die nicht veröffentlicht waren vorher. Ja, richtig schöne Sachen. Die Kurzfilme sind wirklich Meisterwerke. Ja. Ja, berühmt eben halt hier mit den Vögeln oder auch Knicknack, Knicknack oder so heißt der Film. Und mit dem Schneemann und auch die Lampe, lustig ohne Ende, kann man auch nur empfehlen. Richtig cool. Wie gesagt, gab's für 1 Euro. Auch für 1 Euro gab's Professor Layton und die ewige Diva. Die Computerspielverfilmung. Ja, da sage ich nicht nein. Das nehme ich gerne mal mit. Das macht sich auch gut. Dann gab es für 3 Euro, 4 sollte es kosten, ich habe 3
Frag mich jetzt nicht mehr bitte, welcher Flohmarkt das war. Ich fange schon an zu überlegen, immerhin, wenn ich euch versuche zu zeigen, von welchem Flohmarkt war das, von welchem Flohmarkt. Also wir haben gut gemischt von allen drei Flohmärkten ein paar Sachen. Vom dritten war nicht ganz so viel. Das meiste war vom dritten, glaube ich, die Kassetten und die Zackhefte. Genau. Und das Crash Bandicoot für einen Euro, aber der Rest ist vom zweiten und von den anderen beiden Stadtteil-Flohmärkten oder von dem anderen Flohmarkt, wo eigentlich, das war ein großer, normaler Flohmarkt, aber ohne Händler, wie gesagt. Und hier schon erwähnt, Fünf Freunde Box 2 auf DVD, ob es auf Blu-ray gibt, weiß ich eigentlich gar nicht. Aber ich habe Box 1, ich glaube in Pappschuber, aber gut, das ist nicht schlimm. Jetzt habe ich auch noch Teil 2, das ist meine Kindheit, mit denen bin ich aufgewachsen, mit diesen fünf Freunden. Abenteuerfilme, die sind richtig gut. Ich kann sie auch nur empfehlen, sie sind richtig spannend. Ja, und das Coole ist eben halt, dass die eben Synchronstimmen wie Oliver Rohrbeck und Oliver Mink dann auch in diesen Hörspielen gesprochen haben. Und das hat einen begeistert. Deswegen hat man die auch dann mitgeguckt. So, dann als nächstes gefunden. Ach, sind alle irgendwie da gewesen. Also, die gab es, glaube ich, für je 50 Cent. Ein Klassiker, den ich aus dem Fernsehen kenne, habe ich in meiner Kindheit geguckt und dachte ich, den musst du mitnehmen. Mit Karin Dohr, Harald Junke, Heinz Erhardt. Sagt euch gar nichts wahrscheinlich. Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett. Ein echter Klassiker. Von 1900, steht das hier drauf? Nee, gar nicht, ne? Leider. So, 70er, 60er Jahre. Richtig cool. Witzig, das ist echt, das ist noch deutsche Humorgeschichte, richtig klasse. Der Titelsong ist auch ein schöner Ohrwurm. Ja, und dann, wie gesagt, für je 50 Cent zwei DVDs. Ich weiß nicht, wie dieser Film ist, das kann ich nicht sagen, oder Serie. Spider-Man, das letzte Gefecht des Bösen mit dem grünen Kobold, Dr. Octopus. Haben wir einfach mal mitgenommen aus gut Glück und mitgenommen, gibt es vielleicht auch auf Blu-ray, weiß ich nicht. Tarzan und die verlorene Stadt mit Kaspar Van Dien. Auch nicht schlecht. Kein schlechter Film. Ist vielleicht nicht der Mega-Film, aber ein unterhaltsamer, gut gemachter Film. Ja. Also wir nähern uns dem Ende mit DVDs. Dann gefunden, ich glaube auch nur 2 Euro das Stück, Volume 1 und Volume 2 von Ninja Turtles Next Mutation. Ja. Ich glaube, den habe ich schon in einer anderen Fassung. Oder hier steht sogar Special Guide. Power Rangers Space ist sogar, keine Ahnung, warum Power Rangers dabei ist. Nicht schlecht. Ist so eine, ja, es ist eine TV-Serie im Stil der Power Rangers und der Turtles. Halt ein bisschen trashig das Ganze, aber für je 2 Euro, das kann man gerne mitnehmen. Und auch mitnehmen, und das war auch ungefähr 4 Euro oder so hat es gekostet. Die komplette Serie von The Adventures of the Galaxy Rangers. Auch richtig coole Serie. Komplette Staffelbox, also ist alles da, alles dabei. Wendecover sogar. Richtig cool. Ja, für den Preis haben wir gesagt, nehmen wir mit. Da haben wir auch eine Menge Blu-rays noch mitgenommen von dem gleichen Händler. Die zeige ich euch, aber fragt mich jetzt nicht wie. Die das haben auch so zwischen 2 und 3 Euro dann gekostet, weil wir gebundelt haben. Aber zu DVDs jetzt nochmal zuletzt zu kommen, für, oh, jetzt lass mich raten, 4 oder 5 Euro hat mein Bruder gefunden, Primeval, die komplette Staffel 1 bis 4 auf 11 DVDs. Richtig cool, mein Bruder suchte sie bereits schon. Die gibt es nicht auf Blu-ray komplett, es gibt nur die vierte Staffel auf Blu-ray. Und die Box suchte er, ja, für 4 Euro oder 5 Euro. Da hat er sich gefreut, da hat er sich echt gefreut. Eine richtig coole Serie, ist eine englische Serie. Wo eben halt mit Zeitreisen und wo Saurier die Stadt unsicher machen. Ja, richtig coole Serie. Kann ich euch nicht empfehlen. Lief auf Pro7. Ich glaube, die letzte Staffel war dann nach Amerika verlagert worden. Da war auch ein komplett Neustart versucht worden. Ja. Aber das war schon nicht schlecht. So, dann gab es Filme und wie gesagt, zwischen 2 und 3 Euro das Stück. Also es war vielleicht mal eine dabei mit 4, aber das war es wirklich auch. Gefunden haben wir, und das ist richtig geil, ein Mediabook von Halo, Forward to Dawn oder Halo 4. Das ist ja auch ein Film, DVD Blu-ray, limitierte Fassung. Und für den Preis, und wir haben die auf normaler DVD Blu-ray gehabt. Das ist DVD und Blu-ray, ich habe sie jetzt hier mit zugepackt. Aber das Mediabook zu finden für diesen schmalen Taler, das nimmst du mit. Das ist, wie sagt man ja, No-Brainer.
Ich bin ein großer James Bond-Fan. Ich gebe zu, mit den Daniel Craig-Filmen bin ich nicht so warm geworden. Ich habe nicht alle in meiner Sammlung gehabt von Daniel Craig. Jetzt hat sich ergeben für, wie gesagt, 2-3 Euro. Und da haben wir mitgenommen die 3 Filme: Casino Royale, Quantum Trost und Skyfall. Skyfall, glaube ich, habe ich schon auf Blu-ray. Der wird mich dann auch verlassen. Ich behalte diese 3er-Box. Das heißt, im Endeffekt fehlen mir jetzt noch Spectre, No Time to Die. Und diesen schönen Pappschuber, ja, dann sage ich dann auch, okay, nehme ich mit. Macht sich nicht schlecht. Ja, dann gab, also wie gesagt, gab es die ganzen Filme, ich zitiere sie jetzt einfach runter. Batman, The Long Halloween Teil 1 und Teil 2, erstmal Teil 1. Das ist ein Animationsfilm oder ein längerer, der ja, nach dem Comic direkt ist. Also die haben ja sehr viel gemacht. Teil 2 ist sogar noch sealed. Richtig cool. Wie gesagt, gab es echt für echt den schmalen Taler. Und genauso findet man dann plötzlich Wakanda Forever. Noch so richtig neu. Und das für maximal 3 Euro. Also da waren wir richtig begeistert. Genauso sealed, aber der hat mich 1,50 gekostet. 50 Cent. Also es waren einige Deals dabei, fällt mir gerade ein. Wenn du so gedealst, die wollten immer 9,50 Euro. 8,50 Euro. 5,50 Euro. So, Gesamt-Bundle-Deals, ne? Ich habe euch das ja ein bisschen einzeln gesagt. Und der auch. Zwei wollte man haben. Man wollte zwei haben. Ich dachte, 1 Euro, dann 1,50. Coco. Richtig toller Pixar-Film. Richtig klasse. Und der ist sogar auch noch sealed. Ja, da hätte ich auch 2 Euro geben sollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Genau. Aber richtig cooler Film. Kann ich nur empfehlen. Dann gefunden, den kenne ich gar nicht. Ein Fantasy-Film. Oder nach einem Fantasy-Roman mit Pierce Brosnan, Katja Scodelario, William Hurt, Katja Scodelario spielt die auch mit in deren Maze Runner Film The King's Daughter, Fantasy Film, kannte ich noch nicht. Naja, wie gesagt, für den kleinen Preis nimmt man es gerne mal mit und kann mal gucken. Dann habe ich auch noch, haben wir noch einen Klassiker gefunden, Mortal Kombat von Paul Anderson. Ja, brauche ich nicht viel sagen, das ist eine Videospielverfilmung. Kommt hier auch komplett eben halt alles dabei. Und haben wir bisher nur Blu-ray gehabt und ja, wurde dann halt jetzt abgegradet. Genauso wie jetzt die letzten 3 Filme. Hier haben wir jetzt die sogar die Unrated McLovin Edition 2-Disc von Superbad. Und dann haben wir mitgenommen Jason Statham Parker, auch guter unterhaltsamer Film. Und ich mag Jason Statham, also kann er auch diese Sammlung. Und hier haben wir nochmal W.S. oder Paul W.S. Anderson, die 3 Musketiere. Vielleicht nicht der beste 3 Musketier-Film, aber unterhaltsam. Hatten wir noch hier auf Blu-ray. Ja, musste dann oder konnte dann mitgehen. Ja, jetzt können die Computerspiele kommen. Ein einziges PC-Spiel haben wir gefunden. Sogar gar nicht so schlecht. Und zwar Quantum Break. In dieser Collectors Edition, Timeless Collectors Edition mit Booklet, mit Soundtrack, mit allem drum und dran. Ihr seht das und das hat auch 3 Euro, 4 Euro gekostet. Und ja, mein Bruder sammelt eben halt für Quantum Break einiges. Hat die Edition auch, glaube ich, für PC, aber das konnte man nicht liegen lassen. Ja, und dann kommen die Spiele jetzt weiter dran. Ich überlege gerade, ich fange an. Also, fangen wir an mit Nintendo oder mit Wii und einmal Wii U. Ihr seht das, Riesenstapel. Das ist jetzt sogar die Assassin's Creed 3. Das ist die österreichische Fassung. Ich zeige euch das so runter. Dann haben wir, achso, die Spiele, je 2 Euro. Lego Herr der Ringe. Lego Batman 2, DC Super Heroes. Ich greife ein bisschen fast an. Weil wir die ja haben. Pirates of the Caribbean. Lego. Lego Star Wars, die komplette Saga. Wie gesagt, für 2 Euro. Und verrückterweise, wir hatten das erst einmal und dann haben wir das im Bundle mitgenommen. Noch einmal Lego Pirates of the Caribbean. Ja, Lego-Spiele gehen immer. Dann Epic Migi. Großartige Spiele.
großartig. Nutzt die Wii-Control-Steuerung oder die, ja, die Wii-Control-Steuerung richtig gut. Tolle Geschichte. Und da fehlt natürlich Wiki Epic 2, die Macht der 2. Fehlt auch nicht. Richtig cool. Ich habe auch richtig tolle Erinnerungen an das Spiel. Ich war damals auf einem schönen Presseevent, habe den Entwickler getroffen. Auch richtig cool, wenn ich das Bild finde. Ich blende es jetzt hier kurz ein. Wo ich Warren Spector, den Entwickler, getroffen habe. Richtig klasse, das war eine tolle Erinnerung. Ja, die Macht der 2. Und ich kann euch nur so viel sagen, das DS-Spiel ist anders. Also das ist keine 1-zu-1-Umsetzung. Beide Spiele sind zwei verschiedene Spiele mit der gleichen Geschichte. Also, beide lohnen sich in der Sammlung zu haben. Jedenfalls von dem zweiten Teil. Vom ersten kann ich das jetzt nicht sagen, da habe ich keinen direkten Vergleich gehabt. So, was geht denn noch weiter? Wii haben wir noch gefunden von Die Legende von Aang zum Film, zum Airbender-Film. Noch nicht gehabt. Dann hatten wir auch Grand Evolution Battlegrounds oder Grinds, das ist, wo man Motorrad spielt, mit den Motorrädern spielt. Wie gesagt, gab es auch für 2 Euro hier, also das, deswegen kann man nicht sagen. Und ich habe auch für je 2 Euro Star Wars The Force Unleashed. Und Star Wars The Force Unleashed 2. Oh, ich sehe das. Wir sind noch nicht am Ende. Dann kommen noch mal zwei japanische Bücher. Gab es für je 1 Euro, beziehungsweise sollte man 2 Euro, der Junge sagte dann plötzlich 1,50, den habe ich aber 2 Euro gegeben. Ist dasselbe Buch. Zweimal dasselbe. Und zwar das Comic zu Super Mario. Richtig cool. Das habe ich zweimal. Einmal, und das behalte ich natürlich, ist es drin. Das eine werde ich dann abgeben. Aber hier ist sogar auch ein tolles Lesezeichen. Das fehlt einmal. Ja, was soll ich dazu sagen? Aber, ja, wird mitgenommen. Richtig cool. Ich freue mich. Ich finde das richtig geil. Also so viele schöne Sachen gefunden. Ja, Wahnsinn. Nachher habt ihr Zeit in den Kommentaren unten übrigens auch zu sagen, nicht nur was eure Lieblingssaftsorte ist. Schreibt mir mal, ob ihr Orangensaft, Apfelsaft, Vitaminsaft, Tomatensaft am liebsten mögt. Das ist vom Rande. Mach mal völlig was anderes, Frank. Und ihr wisst ja auch, ob ihr das Video bis hierhin gesehen habt. Könnt ihr mir gerne, wie gesagt, reinschreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Highlights zu sagen. Und ich weiß gar nicht, was ich als Highlights umfassen soll. Ich finde, die Kassetten sind für mich schon ziemliche Highlights. Und vor allem diese tolle Star Wars-Figur. So, weiter geht's mit Games. Xbox 360 ist jetzt dran. 2 Spiele gab's. Die gab's immer für je 3 Euro, kann man sagen. Ja, 3 Euro, genau. Einmal ein Kinect-Film. Fighters Uncaged. Ist auch die Piggy-Version. Kenne ich jetzt noch nicht. Ach, kann ich hier oben auch noch drauflegen. Und das ist die US-Version. Auch auf einen Doppeldisk und Werbung und so weiter drin. Und Resident Evil 6. Ja, wie gesagt, weiß die US-Version, das habe ich gedacht. Nehme ich mit. Freue ich mich. Und die gibt es auch für je 2 Euro. 2 PlayStation 2 Spiele. Also ich habe 3 PlayStation 2 Spiele, alle 2 Spiele, die haben alle je 2 Euro gekostet. Und zwar habe ich hier einmal Lego Batman, das Videospiel, PlayStation 2. Und hier haben wir Drakan, The Ascent Gate. Auch so ein richtiges Fantasy-Spiel, auch richtig cool, hat auch einen Ruf, ist ein Top-Zustand. Auch hier alles top dabei. Kann man echt nichts sagen, das ist aber geil. Und was mich erfreut, eine Promo von für PlayStation 2, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Promos sind ja immer gern mein Ding. Hier seht ihr auch komplett. Auch richtig cool mit dem Inlay. Ja, gerade weil das eben Dragon Ball. Ja, freut mich. Also hat mich richtig gefreut, das zu finden. So, dann haben wir gefunden 3 PlayStation 3 Spiele, die wir mitgenommen haben. Die haben, ja, man kann sagen, knapp 5 Euro das Stück gekostet. Also war nicht günstig, aber richtig guter Zustand, vollständig. Dann haben wir einmal Yakuza 3, auch ein gutes Spiel. Also muss auch gespielt werden, aber seit Judgment bin ich riesen Yakuza-Fan. Ich kann euch auch empfehlen, Judgment überhaupt, Lost Judgment, die Fortsetzung, aber er spielt erst Judgment.
Richtig geniale Krimi-Story in der kleinen Open World, kann man sagen. Man erlebt diese Geschichte aus der Third Person. Richtig tolle Geschichten, toll gemacht. Und dann kann ich auch empfehlen Like a Dragon. Das ist, glaube ich, Yakuza 7. Und ist richtig klasse Spiel, viel Humor und so toll umgesetzt, spielt das Spiel. Hat es verdient. Man unterschätzt die Yakuza-Reihe und das sind ja die Vorgänger, auch richtig toll. Dann, weil es eine Special Edition ist, auch eben halt in dem Bundle mitgenommen, von Assassin's Creed Revelations. Das ist die Version, wo auch hier der Soundtrack dabei ist und was hier auch ist, hier ist für PlayStation 3 auch der erste Teil hier nochmal drauf. Richtig cool. Richtig cool. Ja, und das ist vielleicht das Highlight, weil das ist schon eine etwas gesuchtere und teurere Version. Splinter Cell Trilogie oder ja, Trilogie Splinter Cell Pandora's Tomorrow, Splinter Cell Chaos Theory Remastered in HD. Wie gesagt, in dem Sinne 5/5er. Da fällt einem nichts mehr zu ein. So, und jetzt haben wir noch, es steigert sich bis PlayStation 4. Ich habe nur noch PlayStation 4 hier. Jetzt muss ich aber ein bisschen überlegen, die Preise. Ja, also bis zu 10 Euro pro Stück, kann man sagen. Maximal war 10 Euro. Minimalste Preis war 3 Euro. Ich kann aber jetzt echt nicht mehr sagen, genau welches billig war. Ich glaube, einige waren günstiger, als es immer den Anschein hat. Aber hier haben wir einmal Need for Speed Payback. Denkt euch auch einen Teil dabei. Also wie gesagt, irgendwo variiert das immer dann zwischen 10 und 4 Euro oder 3 Euro. Lego City Undercover, das fehlt uns noch, der Lego-Teil. Ähnlich als, ja, als Original kann man nicht sagen. Ich habe eine Presseversion davon von Lego Ninjago, The Movie, The Video Game. Der Film ist lolala, aber das Spiel ist schon etwas besser. VR, PlayStation-kompatibel, Gran Turismo Sport. Dann gab es Mortal Kombat XL, die Piggy-Version. Und was haben wir jetzt noch Schönes? Space Hulk Ascension. Gab es gleich für 5er. Rayman Legends habe ich, glaube ich, auch eine Pressefassung gehabt. Somit ist das richtig cool jetzt auch für PlayStation 4. Und hier haben wir Team Sonic Racing. Ja. Das war's. Das war unsere Flohmarktbeute. So, wenn man überlegt, die Zeit, ja, war noch schon wieder 5,5 Stunden unterwegs. Das ist also richtig viel gewesen. Ja, hat sich gelohnt. Und ich will nicht wissen, naja, das ist günstiger, als wenn ich es als Original gekauft hätte im Neuzustand. Und wir haben schöne viele Schätzchen. Ja, was waren meine Highlights? Habe ich ja schon gesagt. Ne? Die Star Wars Figur, beziehungsweise auch diese schönen Kassetten. Und überhaupt so ein bisschen zack, dass man diese Nostalgie von früher wiederfindet. Ja, für meine Schwester ist natürlich sehr toll, dieses Disneyland Paris Zeug. Ja, und jetzt seid ihr dran. Da unten in den Kommentaren zu hinterlassen, was euer Like ist. Meine Zwischenfrage nicht vergessen. Und ja, lasst uns wieder quatschen da unten. Ne? Das macht immer am meisten Spaß. Und wenn ihr Fragen habt, auch unten rein. Fragen, die jetzt sich nicht dazu beziehen, aber irgendwas, was ihr vielleicht wissen wollt. Wie zum Beispiel, ob ich diese Sachen wirklich gucke, lese oder ob ich sie nur horte. Das wird demnächst das Thema eines Let's Talks werden. Ja, die Frage kam und die will ich gerne beantworten, aber das ist länger als ein Satz. So, ja, das war's dann. Da unten ist eine Glocke, damit, wenn ihr die anklickt, könnt ihr, ja, wie soll ich sagen, nicht verpassen, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja? Ich versuche immer zweimal die Woche, das ist schon viel, aber ich freue mich immer. Das macht mir tierisch Spaß, euch diese Sachen einfach zu zeigen oder auch mit euch zu quatschen. Ja, deswegen freue ich mich auch über ein Like. Das macht mir einfach mehr Laune. Ja, und das mehr Laune macht das jetzt auch, mich zu verabschieden. Ich trinke jetzt noch was. Ich muss noch ein bisschen putzen. Ich habe noch nicht die Dist von innen sauber gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, und dann mache ich noch ein paar Fotos und nochmal die Videos, nochmal einzeln zu zeigen. Mit so Überschwenks. Ja, und dann, das war's. Ne? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis haltet die Ohren steif und auf euer Wohl.